Green Juice hat mein Freund gemacht. Sellerie, Spinat, ganz viel Knoblauch und ein bisschen Aloe. Aber was ich euch heute zeigen will, ist, wie man Käse macht, also veganen Käse, weil das wollen die Leute immer wissen und das machen wir heute. Was du brauchst, ich habe hier eingeweichte Walnüsse und selbstgemachte Probiotika. Das in ein anderes Video kann ich euch dann zeigen, wie man das macht. Und du brauchst ein Sieb und ein Käsetuch. Also das kann man auf Amazon bestellen oder irgendwo kaufen. Das ist so ein ganz feines Tuch. Und dann brauchst du irgendwas darunter, wo das Wasser reinlaufen kann. Und du brauchst irgendwas Schweres. Also ich werde diesen kleinen Eimer mit Wasser füllen, dass ich was Schweres habe. Und jetzt werden wir beginnen. Also die Nüsse kommen in einen Mixer rein. Für Käse braucht man unbedingt einen Hochleistungsmixer, da andere Mixer werden das nicht schaffen. Ich habe hier ein Revo Blend zur Abwechslung und dieser Mixer ist auch sehr gut und er wird das ohne Probleme machen. Die Nüsse rein in den Mixer. Die Probiotika dazu. Probiotika braucht man, damit sich das fermentieren kann, wie Käse. Und dann mixen. Schon ist der Job getan. Dann tut man sein Sieb so rein, dann nimmt man dieses Käsetuch, legt das in dem Sieb rein und so wird übrigens echter Käse gemacht, also das Käse von Milch, von Kühe wird so gemacht und wir machen das Gleiche. Du kannst auch Cashews nehmen, Sonnenblumenkerne, du kannst alles nehmen, um Käse zu machen. Ich habe heute Walnüsse genommen. Und Nüsse immer vorher einweichen. Dann das da rein, da kannst du dann vielleicht... So, das muss man da rauskratzen. Und keine Gewürze sind hier drin. Also das machen wir hinterher. Das lassen wir mal 24 Stunden so. Und morgen werden wir weiter filmen, um zu zeigen, was aus dem Käse geworden ist und wie wir ihn dann würzen. Packt man das hier so gut ein in dem Käsetuch. Und da sieht man, und dies wäre dann die Molke. So wie wenn man im Geschäft Molke kauft, genau so ist das gemacht. Nur unseres hier ist vegan. Jetzt stelle ich da ein Gewicht drauf.
dann so, und das lassen wir für 24 Stunden und dann morgen geht's weiter. Okay, also, hallo, also heute sind wir soweit, wir können den Käse essen und ihr kennt sicher schon alle. Ich bin wie immer da, wenn es was zu essen gibt. Die Claudia arbeitet, ich komme essen. Okay, also das war jetzt im Dörrgerät so 16 Stunden und wie du siehst, haben wir hier jetzt, das schaut aus wie ein kleines Fleischreiber. Okay. Darf ich? Ja, oh. Da schneid auf. Schau mal. Riecht gut. Ja. Noch ein Stück anschneiden. Ja. One for me. Echt? Sehr, sehr gut. Noch eins. Willst du noch eins? Danke. Könnte ich jeden Tag haben. Wirklich gut. Du, nachdem ich immer nur zum Essen komme, darf ich das jetzt fragen. Wie lange dauert das, bis man das fertig hat? Also der ganze Prozess braucht 4 Tage. Weil zuerst habe ich die Walnüsse eingeweicht. Okay. Dann habe ich sie mit den Probiotika in den Mixer gemacht. Habe sie dann weiter fermentieren lassen. Dann, wie das fertig war, habe ich es gewürzt und in den Dörrgerät reingetan. Also somit 4 Tage muss man rechnen. Also 4 Tage war es im Dörrgerät? Nein, das insgesamt hat das 4 Tage okay. gebraucht. Aber sehr gut war es. Ja. Urlecker. Also, danke fürs Zuschauen und jetzt könnt ihr das zu Hause ausprobieren. Tschüss. Mm-hmm.